Moin moin, guten Tag und hallole zu Folge Nummer 11 der 13 Dinge Kiste. Jetzt war ich aber gerade ein bisschen am überlegen, ist jetzt die Folge 11 oder Folge 10, aber ich glaube es ist Folge 11. Ich habe erst vor ein paar Minuten die letzte Aufnahme gemacht, weil ich ja am Vorproduzieren bin. Und eigentlich sollte ich es ja wissen, aber ja, irgendwie bin ich gerade ein bisschen durch den Wind. Aber naja, gut, okay. Ist ja eigentlich nichts Neues. So, ich hatte beim letzten Mal gesagt, wir möchten jetzt hier dann mal die Eisentüren dann halt eben reinsetzen, dass ich dann nicht nur diese eine kleine Behelfsbrücke hier dann halt eben habe und halt eben ja mehrere Zugänge und damit es halt eben auch allgemein etwas besser halt eben aussieht. Und ja, ich habe mir halt eben gedacht, das machen wir halt eben gerade bei diesen Bereichen, wo dann ein Schild dann halt eben auch ist. Denn wir können das Schild dann halt eben an die Türe dann halt eben wieder dran machen. Zum einen das und zum anderen, wenn wir es hier bei so fließendem Wasser machen, dann würden wir ein bisschen beiseite gespült werden, während wir dann halt eben den Knopf drücken wollen oder halt eben in die Türe rein wollen. Und das wäre ja nicht gerade im Sinne des Erfinders, wie ich es ja so gerne und oft halt eben sage. So, dann müssen wir hier jetzt mal das Loch reinzimmern und schon fließt das Wasser rein. Aber ist dann halt eben von Vorteil, dass dann halt eben kein Dorfbewohner halt eben raus kann. Da machen wir jetzt den Knopf vielleicht am besten einfach mal auf diese Seite. Und schleich hin und Türe rein und das Schild wieder vorne dran. Wir wollen nichts draufschreiben. Und schon haben wir den alten Zustand wieder. Und das Schild bleibt halt eben auch bleibt halt eben auch dran. Obwohl wir halt eben die Türe halt eben auf und zu machen. Dann können wir jetzt mal hier diese hässliche Brücke dann halt eben mal abbauen. Und das Zauntürchen da oben auch noch. So, oh, ich habe nur eine Fackel dabei. Da muss man wohl wieder Nachschub machen. Aber ja, das ist ja dann das kleinste Ding. Ja. Was gehen wir das jetzt hier einfach mal weg? Und sammeln die Dinger halt eben zur Not halt eben erst nachher ein, aber ja gut, okay. Ja gut, okay, haben wir jetzt zwar so einen kleinen Sichtschlitz, aber ich denke, das dürfte halt eben nicht das Problem sein, schätze ich mal. Gut, dann gehen wir raus, weil wir müssen ja von außen das ganze Jahr dann halt eben begutachten, wo wir ja unsere Durchgänge dann halt eben hinmachen wollen oder auch hinmachen können. So, hier haben wir ja da drüben einen. Sollen wir jetzt dann hier noch einen Zugang machen? Dann wird man halt eben neben dem Haus rauskommen. Das wäre vielleicht halt eben meine Idee. Ja, machen wir jetzt halt eben einfach mal, dass wir dann halt eben nicht so drumrum laufen müssen. Das wäre jetzt halt eben auch nicht so Beinbruch, hätte ich gesagt, aber ja. Machen wir es jetzt halt eben. Ufer! Oh ja, also mit den Wasserströmen ist das jetzt halt eben wohl ein kleiner Kampf. Dass man da halt eben aufpasst, dass man da nicht die ganze Zeit mitgerissen wird. Aber ja, kriegt man schon hin irgendwie. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Gut, dann haben wir das und das. Dann brauchen wir jetzt wieder das Schild. Halt, nee, das brauchen wir ja. Das brauche ich nicht. Erde brauche ich gerade nicht. Dann kann ich die Schilder mal dahin packen, damit sie nicht die ganze Zeit weg
genommen werden. Ja, müssten wir jetzt halt eben dann nur noch da rein und halt eben noch den Zugang von innen irgendwie freimachen, weil, ja, da sind halt eben gerade mal zwei Stufen irgendwie, belegt. Zwei Stufen belegt, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Da sind noch zwei Erdblöcke im Weg, genau. Ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, oder soll man das so machen? Ja, würde auch gehen. Wenn man hier den Knopf dann halt eben oben zum Rausgehen, wäre ja dann halt eben auch eine Idee. Müssen wir jetzt halt eben nur warten, bis das Gras hier rüber gewachsen ist, damit das dann halt eben wieder zu so Trampelpfaden gemacht werden kann. So, es wird dunkel. Ich glaube, dann legen wir uns dann halt eben auch mal schnell hin. Jo, ich bin immer noch am Vorproduzieren. Wenn ich jetzt gerade das richtig im Kalender sehe, dann dürfte ich gerade jetzt im Krankenhaus sein, schätze ich mal. Nochmal Plan, Plan, rechne, rechne. Ja, wir haben heute Mittwoch, nehme ich mal an. Also wenn heute Mittwoch ist, dann bin ich seit gestern oder vorgestern im Krankenhaus. Und wenn es sehr gut läuft, bin ich jetzt schon wieder zu Hause. Oder wenn es halt eben nicht so gut läuft oder nicht so schnell läuft, dann bin ich halt eben wohl noch im Krankenhaus und schlag mich mit irgendwelchen Untersuchungen halt eben rum, um halt eben rauszufinden, warum ich dann halt eben seit Dezember Schmerzen in den Beinen habe. Jo, aber das kriegt man halt eben schon irgendwie geregelt und gebacken, denke ich mal. Und ja, ist halt eben geplanter Krankenhausaufenthalt und daher dann halt eben nichts wirklich Hochdramatisches. Ja, aber schnell das Schild wieder dran machen, weil ansonsten kommt der Golem nicht in die Magma. Komm, rein mit dir. Nein, nicht zum Pferdchen laufen. Komm, da gibt's nichts zu sehen. Lauf. Lauf. Ich bin sturer als du. Vom Sternzeichen her bin ich Widder. Das ist vom Sternzeichen Eisengolem. Ist ja nichts zu melden. Komm, rein mit dir. Geht doch. So, schwimmen macht Spaß. Genieß es. Oh, gleich zwei gleichzeitig von beiden Seiten. Aber ja, es hat ja mehr als genug Platz da unten drin. So, dann machen wir mal hier dann halt eben auch. Ups. Knopf halt eben hin und ja, dann müssen wir hier dann halt eben auch nochmal gerade weg. Und machen wir das dann halt eben mal so. Ja, dann haben wir so den Treppenzugang, könnte man halt eben sagen. Achso, hier müssen wir auch noch einen Knopf dran machen. Genau, passt, wunderbar. Dann haben wir hier von hier unten dann halt eben auch einen Zugang. Also wenn wir jetzt dann mit dem Boot irgendwie rangefahren kommen oder so, dann passt das halt eben auch. Ja, also hier jetzt einen Zugang machen, das wäre glaube ich ein bisschen übertrieben. Aber hier so ein bisschen weiter oben könnte man ja nochmal einen machen. Ja, ich wollte gerade eben sagen hier, aber da ist ja dann halt eben der See im Weg. Wäre zwar ideal mit der Brücke da oben. Aber wir könnten ja halt eben auch hier, jetzt habe ich tatsächlich den Kopf gereckt, um besser hochgucken zu können. Ja, können wir ja dann halt eben auch hier dann halt eben eine Türe halt eben reinmachen. Und hüps. Ne, komm. Lass mich da die Türe reinsetzen. Gut. So, und das Schild wieder dran.
Und dann noch ein Knopf von außen. Reichte nicht, war ja doch. So, jetzt aber. Zack, zack, zack. Ja, das war ein bisschen niedrig, aber gut, okay. Es soll ja halt eben auch ein Durchgang ja dann halt eben sein. Hier kann man halt den Knopf wieder oben drüber machen. Dann passt es auch. Dann kommen wir zügig raus, bevor irgendwelche Dorfbewohner rauskommen. Dann, wo machen wir die nächste Türe hin? Sollen wir eine dahin machen? Würde sich ja eigentlich schon fast anbieten, falls wir dann nicht eben von irgendwie diesen Seiten dann nicht eben herkommen. Weil hier eine Türe reinzumachen wäre blöd, wegen den Karottenfeldern. Dann ist es, glaube ich, geschickter oder schlauer, wenn wir dann halt eben hier dann halt eben die Türe halt eben reinmachen. Und so wie es aussieht, müssen wir hier dann gar nicht so viel wegnehmen. Was jetzt den Bodenbelag halt eben angeht, dann sieht das dann halt eben auch gut aus. So, ja, reicht ja im Endeffekt eine einzelne. Hier müssen wir den Knopf an der Seite machen, weil über die Mauer funktioniert das nicht. Ne, da können wir keinen Knopf hinmachen. Aber ja, funktioniert doch. Und die Eisentüren bringen dann halt eben auch noch so ein bisschen ja, das Gefühl von Sicherheit dann halt eben, weil ja, wir hätten da theoretisch auch einfach nur Zauntore reinmachen können. Dann würden wir da halt eben auch ohne Probleme rein und raus können. Und die Dorfbewohner müssten dann halt eben auch dann halt eben noch drin bleiben. Aber, ja. Ich kann mal hier das hier machen oder da unten. Ach, nehmen wir gleich das hier. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich glaube, da oben sollte man auch keine Türe reinmachen, aber da hinten in der Mauer könnte man dann auf jeden Fall nochmal eine Türe reinmachen. Und dann dürften wir ja, glaube ich, gut versorgt sein, was jetzt halt eben so Türen halt eben angeht. Und könnten dann halt eben von jeder Himmelsrichtung da dann halt eben in unser Dorf reinkommen. Hey, und hier sind wir direkt bodeneben. Ist doch perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, Golem, was ist mit dir los? Steckst du wieder in der Wand fest? Müssen wir dich anschubsen. Okay, ja, du steckst zu arg in der Wand fest. Da hilft auch kein Schubsen. Aber naja, was jetzt? Irgendwann einmal wird er sich ja wohl hoffentlich ein bisschen bewegen. Genau, dann brauchen wir dann auch nicht mehr diesen Block hier, zum hier reinspringen können. Ja, ne, geh mal besser da an das gerade Stück Mauer. Weil hier so über das schräge Stück, ja, da müsst man halt eben auffüllen, damit wir, damit die Türe dann halt eben auch schön gerade drin sitzt. Hier einfach das hier so machen. Ja, sieht doch gut aus. Und dann machen wir das so und Knöpfchen hier und Knöpfchen hier und Knöpfchen da und perfekt. Gut, okay, jetzt könnte man theoretisch noch zwei Eisentüren halt eben reinzimmern. Ja, ist jetzt eigentlich jetzt nicht dringend notwendig, dass wir hier noch irgendwo hinkommen, aber könnten ja theoretisch hier dann halt eben noch eine Türe dann halt eben reinmachen. Falls wir dann halt eben mal hier so direkt raus wollen würden. Raus wollen würden, ja. Ich hätte auch schon mal ein bisschen besseres Deutsch gehabt, aber naja, gut, okay. Man kann nicht immer alles haben. So,
passt. Perfekt. Na ja, gut, okay, was ist denn perfekt? Um es perfekt zu machen, müssten wir hier noch eine Türe halt eben reinhauen. Weil hier gehe ich ja dann eben ja auch immer wieder mal raus und rein. Aber da haben wir ja schon die Wand ja irgendwie, also die Mauer halt eben irgendwie gesetzt. Oder wir machen es hier dann halt eben rein. Das muss halt eben innen noch ein bisschen halt eben anpassen. Dann machen wir das so und den Knopf so. Haben wir da drüben noch eine Lücke, aber die kann man ja dann halt eben schnell ausfüllen, indem man das einfach so macht. Ja, sieht doch jetzt nicht so übel aus. Und jetzt haben wir dann halt eben hier auch einen Zugang und müssen nicht immer irgendwie über die Mauer hüpfen oder irgendwie so. Oh, da ist ein Golem mitten in der Wand aufgetaucht, als Zuseher in der Wand. Aber naja, bitte, okay. Kommt vor. Können uns nicht um alles kümmern. So, jetzt ist große Völkerwanderung. Ach so, es ist Abend. Gehen die jetzt in ihre Betten? Ja, die gehen in ihre Betten, okay. Dann müssten wir jetzt ja eigentlich auch so langsam ins Bettchen gehen, oder? Tja, oder wir probieren dann halt eben noch da hinten ein bisschen was, dass wir halt eben das Tiergehege halt eben erweitern. Das wäre vielleicht halt eben auch eine Idee, weil, ja, wir haben ja jetzt ja noch nicht so viel Zeit halt eben verbraucht. 17 Minuten, also können natürlich halt eben auch eine so kurze Folge dann halt eben machen, aber, weiß nicht, irgendwie. Das widerspricht gerade so ein bisschen meinem inneren Selbst irgendwie. Na, das, ja, das passt irgendwie nicht so ganz. Wir können es ja mal etwas halt eben erweitern. Ob wir es dann halt eben auch wirklich direkt aufmachen, ist dann eine andere Sache. Aber wir können ja ein bisschen was dann halt eben da dran erweitern. So, nehmen wir mal hier den Bambus. Nehmen wir noch Bambus von da draußen. Und dann halt eben genug Stöcke dann halt eben zu haben. Ah, da ist der Bambus halt eben sehr gut geeignet dafür. Ich hatte neulich eine Mod dann halt eben getestet. Und hab dann mir auch gedacht, ja, das ist eigentlich schon was Cooles, aber die ist halt eben leider nur auf der 1.12 zu spielen. Und ja, da habe ich halt eben bemerkt, wie viele Sachen mir doch da halt eben dann fehlen in der 1.12. Also, ja, das gefällt mir irgendwie so gar nicht. So, die verschiedensten Items und ja, allgemein halt eben ziemlich viele Sachen fehlen mir da. Ja, und ja, ein paar Mechaniken sind dann halt eben auch dann halt eben nicht existent. Und ja, irgendwie, ja, das gefällt mir gar nicht. Aber naja, gut, okay, was soll's. Ich muss ja die Mod halt eben nicht spielen. Vielleicht gibt's ja dann halt eben auch noch andere gute Mods, die dann halt eben auf höheren Versionen spielen, so rum. Ja, schauen wir mal. Und so, ich hätte das halt eben auch gerne irgendwie mit euch dann halt eben gemacht. Aber, ja, schauen wir mal. Eins nach dem nächsten, ne? Ja, nebenbei bin ich dann halt eben auch noch am Rumwerkeln von verschiedenen anderen Sachen, dann halt eben die mit meinen verschiedensten Projekten halt eben zu tun haben. Sobald da dann halt eben auch etwas spruchreifer ist, zwecks ja, Planung, Veröffentlichung und so weiter und so fort. Also
was da so alles dazugehört, werde ich euch da dann auch entsprechend dann Bescheid geben. Aber ja, das braucht halt eben noch ein bisschen, bevor wir da dann halt eben irgendetwas noch explizit erwähnen können. Aber ich wollte euch einfach nur halt eben wissen lassen, es sind verschiedenste Sachen halt eben in Arbeit. Und ja, ich denke, bei dem ein oder anderen werdet ihr dann sicherlich dann halt eben auch begeistert sein. Und wenn nicht, ja, dann eben nicht. Dann genieße ich die Sachen alleine. Dann bin ich trotziges Kind. Nee, ich denke, da werden sich sicherlich dann halt eben schon Leute unter euch finden, die das dann halt eben auch gern genießen würden, feiern würden. Ja, wenn man es auch mal formulieren mag. Meine Güte, wie lange brauchen die denn noch, um das auszubrüten? Ich hatte nämlich neulich mal mit Seegras die zwei Schildkröten dann halt eben miteinander gepaart. Und ja, irgendwie wollten die jetzt halt eben nicht so wirklich, dass da halt eben mehr draus wird, außer dass da halt eben drei Eier halt eben hingelegt werden. Aber ja, gut. Müssen wir halt eben wohl noch ein bisschen länger warten. Haben wir noch Erde? Ja, wir haben auch noch gut Erde dabei. Dann würde ich diesen Streifen hier noch kurz zumachen, dass wir hier eine recht gerade Linie haben. Und dann schauen wir mal, wie weit wir halt eben kommen mit den Zäunen, die wir jetzt gerade so aktuell haben. Oh, ich bin schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber macht ja nichts. Wir können ja dann halt eben auch das Schafgehege dann halt eben gut erweitern. Weil wir müssen es ja nicht nur nach hinten halt eben erweitern, sondern wir können es ja auch in jede andere Richtung ja dann halt eben auch noch erweitern, weil ich hatte ja mal gesagt, ich möchte gern diese gesamte Halbinsel für unsere Tiere dann halt eben haben, dass wir da dann halt eben wirklich eine schöne Tierlandschaft dann halt eben haben. So. Hey, und so wie es aussieht, können wir wohl... Achso, haha, nein, können wir noch nicht. Wir müssen ja dann halt eben ja auch noch hier die Zwischenebenen ja dann halt eben noch reinziehen. Oh, jetzt habe ich aber halt eben die Kühe halt eben vergessen zu erweitern. Okay, Moment, dann ziehen wir jetzt erstmal das hier mal weiter nach hinten. Machen wir das mal hier so. Na komm, diese drei machen wir auch mal weg. Dass wir hier dann halt eben den Zaun gerade durchziehen können. Und dann können wir ja... Moment, machen wir das so. Können wir ja hier dann halt eben das Schweinegehege dann halt eben schon nochmal erweitern. Haben die schon mal mehr Platz, auch wenn es nur ein recht langer Schlauch ist, aber sie haben mehr Platz. Und dann, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, buddeln wir uns hier mal schnell durch, dass wir dann halt eben auch das Hühnergehege dann halt eben schön erweitern können. Dann können wir die dann halt eben auch mehr Auslauf nach hinten geben. Wobei, dann können wir theoretisch auch den Schafen gleich den Auslauf geben. Okay. Brauchen wir erstmal hier noch Zäune. Nehmen wir mal die hier mal mit. In der Hoffnung, dass sie nicht gleich zu den Schafen reinrennen. Und in der Hoffnung, dass das hier auch alles noch ausreicht. Und ja. Reicht. Aber, ho, wie abgezählt. Wie abgezählt. So, dann haben die Hühner jetzt dann halt eben auch mehr Platz.
Ja, wie machen wir es jetzt halt eben mit den Schafen? Weil ich möchte es halt eben schon gerne halt eben so haben, dass die hier immer noch separiert sind. Man kann das ja halt eben so machen. Ich kann ja da ein paar Zäune wegnehmen und das hier dann noch zumachen. Und dann, wenn das hier dann halt eben so zu ist, da brauchen wir 1, 2, 3, 4. Ja, ich denke, das dürft man hinkriegen, bevor sie nach hinten rennen. 2, 3, 4. Dann haben die immer noch ihr separates Gehege, das dann halt eben vergrößert wurde. Aber genau, und die anderen Schafe, die können wir ja dann halt eben hier alles dann halt eben geben. Die brauchen ja jetzt nicht nochmal, also die Schafe, die hier drin sind, die brauchen ja jetzt nicht nochmal mehr, nochmal mehr Platz. Da dürfte der Platz, den wir jetzt hier so haben, theoretisch reichen, weil das sind ja die Schafe, die wir ganz am Anfang halt eben eingefangen hatten. Dem wollte ich halt eben noch etwas mehr Platz geben, logischerweise. Und denen hier geben wir jetzt dann richtig viel Platz, weil die dürfen sich dann halt eben auch gerne noch mehr vermehren. Mehr vermehren, ja. Doch, das passte dann halt eben so von der Formulierung her. Auch wenn sie es ein bisschen falsch anhört. Oder? Was findet ihr daran? Was haltet ihr davon? So rum. Naja. Mit echten Knoten im Kopf. Aber naja, gut, okay. So, also das wird auf jeden Fall schon recht gut angenommen. Jetzt müssten wir eben nur noch die Kühe dann halt eben hinten mehr Platz halt eben bekommen, aber das ist ja dann das kleinste Problem, hätte ich jetzt mal gesagt. So, ihr schiebt euch nicht vorne raus, denn ihr habt ja genug Platz. Ja, ich glaube jetzt halt eben nur, dass halt eben die Kühe dann halt eben, ja, die Zäune werden halt eben nicht ganz reichen für die Kühe. Dass die dann halt eben hier noch so viel mehr Platz halt eben bekommen. Ja, oder wir tun dann gleich diesen Hügel dann halt eben einzäunen. Ich glaube, das ist die schlauere Idee. Dann machen wir das so. Dann kriegen die Kühe beim nächsten Mal halt eben ihre Erweiterung, wenn wir dann halt eben auch mehr Zäune haben. Und dann können wir gleich hier oben entlang gehen und dann kriegen sie dann halt eben hier wirklich den ganz großen Platz dann halt eben zur Verfügung. Tjo, müssen wir jetzt halt eben nur noch etwas halt eben mehr ausleuchten, aber ich glaube, ich hatte vorhin gesehen, dass ich nur noch eine einzige Fackel habe. Das ist ja nicht ganz so hilfreich. Aber ja, macht ja nichts. Dann laufen wir jetzt mal schnell in unsere Basis. Weil es könnten schon irgendwelche Kreaturen der Nacht dann halt eben da sein. Und oh, ich wollte gerade eben sagen, hey, da fehlt doch was. Wo ist meine Brücke? Aber wir haben ja seit neuestem Türen. Wir leben ja nicht in der Steinzeit. So, und was war das jetzt für ein komisches Geräusch? Ah. Ich glaube, das ist ein Zombie. Oder? Ach, nee, Enderman. Wie komme ich jetzt auf Zombie? Aber ja, gut, okay. So, und du hast dich hier jetzt eingesperrt, oder wie? Oh, Kerle. Naja. Wir können uns auch nicht um alles kümmern. Befrei dich selber. So. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.